nochmal was vorweg. Nächste Woche Mittwoch kommt das neue Projekt. Also in 3 Tagen kommt das neue Projekt. Zahlendisplay. Also abonniert mich gerne und aktiviert die Glocke, damit du es nicht verpasst, falls du es vergessen solltest. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Hallo, jetzt ein Tschüss. Hey ho, hier ist mal wieder Leathercraft und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Roblox. Ja, ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme gemacht und wie fett ist der denn? Ja, das hier ist der Fett-Simulator. Ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme gemacht, deswegen bin ich schon ein bisschen weiter. Die ist aber irgendwie verkackt gewesen, da war die Audio komisch. Und deswegen mache ich nochmal eine Aufnahme und deswegen bin ich auch schon ein bisschen weiter. Da hinten ist ein Shop, da kann man sich Rucksäcke holen. Und hier ist ein Shop, da kann man sich Essen holen für Kalorien. Durch das Essen werden die Kalorien aufgefüllt, was hier links ist. Und dadurch, das kann man verkaufen. Dafür kriegt man Geld. Und man kann entweder ein neues Essen kaufen, was man mehr Kalorien kriegt, oder neue Rucksäcke. Und man kriegt auch Diamanten, wenn man verkauft. Und man kann für 5000 Diamanten etwas kaufen, 35.000 Diamanten und so weiter. Und ja, ich bin gerade dabei, 4000 Coins zu sammeln. Und ja. Und ihr seht, es ist jetzt schon voll. Das dauert sehr, sehr lange. Und man kann einfach drauf stehen bleiben, dann werden immer 10 Diamanten hinzugefügt. Ja, ich glaube, ich wollte mir als nächstes die... Nein, ich möchte nicht... Nein, was ist das? Als nächstes im Shop für 4000 was kaufen. Nein, ich möchte nicht. Für 4000 was kaufen. Nämlich einen neuen Rucksack, glaube ich. Kann mal kurz nachschauen. Ja, für 4000 Coins kriege ich 250 Kapazität. Und der ist halt mal richtig groß. Ich glaube, das ist einer der besten. Nein, natürlich nicht. Es gibt noch einen viel größeren. Aber ich weiß nicht gerade, wo der ist. Ist auch egal. Ja, und ich bin jetzt schon wieder voll. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die 4000 habe. Oder wenn ich 5000 Diamanten habe. Und wir haben gleich die 4000 und noch 50. Und wir haben die 4000. Damit haben wir gleich 125 Platz mehr. So, bye. Und da haben wir es. Ja, endlich ein bisschen mehr Platz. Wir können ein bisschen länger stehen bleiben. So, ich glaube, ich kaufe mir dann als nächstes was wieder für Kalorien. Also da hinten. Und das kostet hier... Und wie viel Kalorien bringt das? Ich denke mal, es kostet 3.000 oder 4.000. Ja, das habe ich gerade. Für 3.000... Nee. 6.500. Ja, moin. Man kriegt aber immer 50 pro Ding dazu. Ich könnte mir jetzt eigentlich mal ein Pet holen. Das kostet zwar 2500, aber... Obwohl, ich habe fast die Diamanten dafür. Dann mache ich das für Diamanten einfach. Juhu. Und... Oh, Alter, da war dieser riesen fetten Typ. Und wie schnell wird er dick? Keine Ahnung. Aber wir haben die 5000. Dann gehe ich da mal eben hin. Hier hin. Zu Platz... E. Hat nicht funktioniert. Ein Rabbit. Also, hierhin. Plus 3 Essen gibt er mir mehr. Das heißt jetzt 19. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gleich 19, Alter. Das könnte jetzt schnell gehen. Also 6500. Brauchen wir nur noch 100? Und wir haben die 6500 hier, da. Und die Tomate. Jetzt 38 durch das Pad. Oh mein Gott. Und jetzt schon voll. Alles klar. Dann gehe ich einmal da hinten hin. Dass ich mal gucken kann, wie viel der neue Rucksack kostet. Ich denke mal so 8000 oder 6. Ja, ich denke mal 8000. Wir werden sehen. 9000. Ja. Wie viel kostet eigentlich eine Waffe? Wir können mal eben schauen. Weapons. Gems. Wo sehe ich, wie viele Gems ich habe? Spatula. Woher kriege ich Gems? Das sind wahrscheinlich Gems, oder? Ja. Kann ich mir schon die beste holen? Nee. 370. Warte mal. 450 nur. Das ist voll günstig eigentlich. Dann habe ich gleich die beste Weapon.
Ah, das mache ich trotzdem nicht. Ja, es geht schon relativ schnell. Ich kann mir aber wieder ein neues Pad kaufen. So. Wer ist die denn gerade die ganze Zeit? Ich höre das alles. Ja. Ich glaube, der hat unendlich. Das Salvulsababa. Kaufen. Noch ein Rabbit, Alter. Hallo, Rabbit. Quip. Und. Eieiei, kriegen wir jetzt viel. Für 1 Million kann ich rebirthen. Twitter-Code gibt es natürlich. Und einen Shop gibt es. Und hier gibt es wieder einen Fehler. Na klar. Irgendwas ist hier mal wieder schief gegangen. So sieht es übrigens in der Ego-Perspektive aus. Ein bisschen komisch. Ja, nur noch 4000, dann haben wir es. Und ich kann mir sogar die beste Weapon hier kaufen. In diesem Schöpfchen da. Hier und... Na klar, da, da. Das heißt, im nächsten Minigame könnte ich auch dabei sein mit dieser Weapon hier. Aber ich weiß nicht, wie man die equipt. Das ist mein Problem. Nur noch 2000. Sind die Pets eigentlich echt? Ne, man kann durch sie durchgehen. Jetzt bin ich ein Pet. Wie fett kann ich jetzt eigentlich werden mit 250? Naja, immer noch nicht so fett. Das ist irgendwie richtig wenig. Und gleich werden wir sehen. Gleich haben wir irgendwie 500 Platz oder so. Noch 500. Und jetzt haben wir es. Und hier, 9k. Nope. Wie viel kostet das nächste? Ich denke mal so 16 oder 20k. 15k. 700 Platz haben wir jetzt. Dam, 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 dam. Ja, wir werden schon fetter. Normaler Typ, würde ich sagen. Das hier ist kein normaler Typ. Das hier ist auch noch kein normaler Typ. 700 ist, denke ich mal, so ein normaler Typ. Vielleicht ein ganz bisschen dünner, so 600 oder so. Und wie viel kostet das nächste da drüben? Wo wir denn noch mehr Essenspunkte kriegen? Unser Bauch ist schon wieder voll. So, dann gehen wir mal eben hier hin. Was ist das? Candyland. Und noch irgendwas. Für 2500 Coins. Shop unlocked. Was kann ich da kaufen? Ach so, das ist mal eben so das nächste. Ja. Wie viel kostet hier das nächste? 10.000. Das geht. Das mache ich mal eben. Und was ist dieses Candyland? Das kann ich auch gleich mal freischalten. So noch ungefähr 1000. Dann haben wir Candyland. Mal gucken, was es da gibt. Wir werden gleich mal sehen. Vielleicht ist das super OP. Mal gucken. Wir haben es übrigens. Dann gehen wir da mal rein. Whoop. Shop unlocked. Oh yeah. Ach so, es geht einfach noch weiter. Ja. Mr. Teenet Bar. 4,5 Millionen Coins kriegen wir 2000 Essenspunkte. Ja. Das kann vielleicht ein bisschen dauern. Aber jetzt spare ich jetzt mit den 9000. Noch ungefähr 4000. Bis gleich. Noch 2000. Und 1000. Und wir haben es gleich. Und wir haben es. Wie viel Kalorien gibt das jetzt nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ach, 10.000. Oh mein Gott, ich habe mich verlesen. Aber das kriegen wir schnell zusammen. Hat eigentlich ein Tier von mir plus 1 noch? Nein. Wieso kriege ich dann 4 Coins dadurch? Keine Ahnung. Noch 200 und wir haben es jetzt endlich. Strawberry plus 60 Kalorien. Und da ich die beiden Tiere habe, 66. Oh yeah. Ja, es geht schon schnell. Wir kriegen jedes Mal, wenn wir hier draufstehen, immer 200. Das geht. Das ist gut. Wie viel kostet das nächste? Da können wir kurz hier hingehen. 22.000. Sollten wir das sparen? Oder den nächsten Rucksack, dass wir mehr Platz haben? Ich würde sagen, das hier einfach nochmal.
Ach komm, wir sparen eben die 15.000. Das ist so ein bisschen besser. Das ist nämlich ein bisschen weniger. Wenn wir es gekauft haben, dann beende ich auch mal die Aufnahme. Wir können mal gucken, wie fett wir jetzt werden mit 700. Ah, das hatten wir ja schon mal gesehen. Gleich haben wir auch schon die 15.000. Da können wir das gleich mal sehen. Dann seht ihr das auch mal. Wie viel Platz wir denn haben. Ich glaube 1.500 vielleicht. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und drüber sprinten. Und Food wieder aktivieren und reingehen. So. Und wir haben die 15.000. Einmal hier reingehen. Haben wir. Und landen. Jetzt haben wir 1,35k Platz. Mal gucken, wie fett wir dann werden. Mit unserer Strawberry. Also mit unserer Erdbeere. Ja. Fetter als ein normaler Mensch, denke ich mal. Oder auch noch normal. Ich denke eher nochmal normal. Und ja. Mal gucken, wie viel wir denn kriegen, wenn wir das hier mal machen. Auch 198, na klar. Wir haben immer noch die Strawberry. Und dann würde ich sagen, wenn es hier mal weg ist, ciao, Leute.